Ja, na, erzähl mal weiter. Wir waren so albern, konnten so herrlich miteinander lachen. Ich hab's erst gar nicht ernst genommen. Es hat mir Spaß gemacht, dass jemand so frech und unbefangen mit mir flirtet. Es war ohne Druck. Ich hätte jederzeit sagen können, jetzt reicht's, mein Lieber. Ohne Kränkung. Und es hat mir auch gefallen. Jemand nimmt mich nicht nur zur Kenntnis, sondern verliebt sich in mich. Oder behauptet es zumindest. Ein Spiel. Ja, ein Spiel. Naja, sind so diese Spiele. Es schien mir ja auch ganz unmöglich. Er ist fast 20 Jahre jünger als ich. Ich dachte überhaupt keine Gefahr. So ein junger, hübscher Kerl. Er ist nämlich sehr charmant und sehr hübsch, weißt du? Ich bin so verliebt, dass ich schon gar nicht mehr richtig denke. Vielleicht weiß es dann auch Georg. Vielleicht ist er misstrauisch geworden. Er war seltsam in den letzten Tagen. Zurückhaltend. Vielleicht ist er mir nachgefahren und hat mich beobachtet? Oder beobachten lassen? Glaubst du das? Vielleicht wünsche ich mir es. Als ein Zeichen, dass er sich irgendwie doch noch ein bisschen für mich interessiert. Rebecca, was soll ich dazu sagen? Soll ich sagen, Männer sind nun mal so? Soll ich sagen, in einer langen Ehe nutze ich die Liebe eben allmählich ab? Soll ich dir sagen, natürlich interessiert sich Georg für dich. Er kann es vielleicht nur nicht so zeigen. Willst du dich von ihm trennen? Nein. Na, jedenfalls nicht jetzt und auch nicht wegen dieser Geschichte. Ich werde das zu Ende bringen müssen. Reifere Industriellengattin verliebt sich in ihren Volkshochschullehrer. Das musste ja schiefgehen. Ach du, entschuldige. Dass ich ausgerechnet dich mit meinen Privatangelegenheiten belästige. Was heißt belästigen? Musstest ja mal mit jemandem reden. Ja. Und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Danke auch für deine Tabletten. Ich glaube, es geht mir schon viel besser. Weißt du, Rebecca, am liebsten würde ich sagen, genieße es, solange es geht. Aber ich hab Georg auch ganz gern. Tja, Herr Bastörk, da haben wir wieder Ihren Magen geschwürt, hm? Hab ich mir auch gedacht, Herr Doktor. Müssen wir wieder Medizin nehmen. Seit 3 Wochen haben Sie die Schmerzen. Warum sind Sie nicht eher gekommen? Hm? Können Sie wieder anziehen. Wie geht's denn der Familie? Gut. Sie ist in der Türkei. Zu Besuch? Ja, für eine ganze Weile. Vielleicht immer, wer weiß. Warum denn das? Mutter von meiner Frau krank. Muss pflegen. Für Mutter hier in Deutschland besser, aber sie wollen keine alte, kranke Frau hier aus der Türkei. Hören Sie mal, Herr Bastörk. Als Sie vor 11 Jahren nach Deutschland kamen, da waren Sie allein ohne Familie, nicht? Und 2 Jahre später hatten Sie Ihr erstes Magengeschwür. Ja, ich wollte ganz kurze Zeit hier bleiben. Ranklosen, bisschen Geld verdienen, dann zurück in der Türkei. Aber hat gedauert. Immer allein. Kein gutes Essen. Und dann ist Ihre Frau nachgekommen und die Kinder? Ja, war Magen sehr gut, Familie gemütlich zu Hause. Immer gutes Essen, nicht einsam. Wenn Ärger war, kann man mit Frau sprechen. Und jetzt fressen Sie alles wieder in sich hinein, Ihren Ärger. Ja, ich weiß, Herr Doktor, was Sie sagen wollen. Aber was soll ein Mensch machen? Hat der Doktor gute Familie? Oh, Entschuldigung. Wieso? Das ist eine berechtigte Frage. Also, Herr Bastörk, es ist wichtig, dass Sie so essen, wie es hier steht. Ja, werde ich mal meinen Freund fragen. Vielleicht kann Frau kochen. Nein, nicht vielleicht. Das muss sein. So ganz einfach können Sie sogar selber kochen.
Nein, nein, das ist nicht gut. Mann in Küche? Nein. Wieso nicht gut? Ich zum Beispiel bin sehr gut in der Küche. Bin auch ein Mann, oder? Na also, Herr Ballstock, ran an den Herd. Los, jetzt kriegen Sie noch Ihr Rezept. Rezept. Ja, ja. Hat der Doktor Zahnschmerzen? Ja, stimmt. Gut beobachtet. Ich kenne eine sehr gute Zahnärztin. Hier, andere Seite, Bülowstraße. Frau von Müller. Hm. Sie hat für meine Frau alle Zähne sehr gut gemacht. Sie ist nett und hübsch. Mhm. Na ja, fein, danke. So. Aber bald hingehen. Nicht gut, wenn man später zum Arzt geht. Na, du hast nötig. Ne? Wiedersehen. 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 Ist es schlimm? Tag, Herr Doktor. Ja. Was die sich so alles rausnehmen, nicht? Rausnehmen? Wieso? Na ja, empfiehlt Ihnen als Arzt ein Zahnarzt, wo gibt's denn sowas? Dabei ist die wirklich gut, diese Frau Dr. von Müller. Hat erst seit einem Jahr die Praxis. Gehen Sie mal ruhig hin. Hm. Herr Doktor, wo tut's denn weh? Oben oder unten? Also, man strahlt ja auch häufig. Ich hatte oben mal Zahnschmerzen und in Wirklichkeit war das Ohr. Wir können weitermachen. Frau Treusch? Ja? Sie dürfen sich wieder setzen. Ja. Praxis Dr. Brockmann? Ja, Augenblick bitte. Ein Gespräch für Sie. Frau Köhler. Guten Tag. Guten Tag. Na, Puppe, hast du was oder die Mama? Gar keiner? Ich. Das wäre mir schon sehr eilig. Ja. Ihre Tochter, Frau Dr. Brockmann, meinte, Sie könnten. Das möchte ich Ihnen eigentlich nicht am Telefon. Ich fürchte, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann werden Sie vielleicht gleich abwinken. Ach, wissen Sie, so schnell winke ich im Allgemeinen nicht ab. Schon gar nicht am Telefon. Moment mal. Gabi, komm doch bitte mal mit deinem schlauen Buch. Einen Augenblick mal, Herr Lange. Na? Wie sieht's denn draußen aus? Womit? Na, im Wartezimmer. Hast du doch gesehen, sie sitzen schon bei mir auf der Theke. Und jede Menge Hausbesucher. Hier. Na gut, dann schreib den hier als letzten ein. Herr Lange? Danke, Herr Doktor. Bis heute Abend. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Hat geklappt? Ja, ich habe einen Termin. Heute Abend. Na also, es wird schon. Michael Lange. Hast du wirklich Zahnschmerzen? Nee, ich übe Fratzen schneiden. Dann sollst du keine zusätzlichen Patienten annehmen, sondern lieber zum Zahnarzt gehen. Er zieht bloß ein bisschen, geht schon wieder weg. Natürlich geht das wieder weg. Wenn's morgen nicht weg ist, dann rufe ich eben Amber, dieser, sag mal. Ja? Hast du schon mal was gehört von dieser neuen Zahnärztin? Ich meine, fachlich von Patienten, abgesehen von Frau Treusch. Nee. Aber du hattest doch immer diesen netten alten Dr. Kramer. Das ist fast 2 Jahre her. Außerdem hat der seine Praxis aufgegeben. Der praktiziert schon ja nicht mehr. Man kann ja nicht einfach rangehen. Soll ich mal? Ist vielleicht was Wichtiges. Ich schaltet nach einer Weile zum Doktorin. Na und wenn nicht? Den hat er aufgelegt oder sie, das weiß man ja nicht. Praxis Dr. Brockmann. Gewöhnlich geht man in deinem Alter alle halbe Jahre zum Zahnarzt. In meinem Alter? Das hat mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Also ruf bitte diese Zahnärztin an und mach mal einen Termin, ja, so bald wie möglich. Meinst du das jetzt im Ernst? Meinst du, ich mach Witze?
wieder im Land? Mhm. Ist Michael da? Wir sind. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Hallo, Werner. Tag, Kaschi. Na, Ute? Hallo. Willst du verreisen? Nee, nee, ich brauche nur auf. Ich bin Schreck, ich bin's. Wie bist du? Corinna hat mich reingelassen. Ich wollte dich gerade anrufen. Und jetzt bin ich hier und du kannst es mir direkt sagen. Schön, dass du da bist. Eigentlich wollte ich dich zum Schwimmen abholen. Jetzt? Gegen Abend, wenn es etwas leerer ist. Vorher gehen wir noch ein bisschen bummeln, einkaufen. Ich habe Lust zu kochen. Ich habe noch nie gefüllte Fisch für dich gemacht. Ich kann nicht schwimmen gehen, Ruth. Ich muss noch arbeiten. Michael, was hast du? Irgendwas ist doch, seitdem ich zurück bin. Was ist denn los mit dir? Nichts. Gar nichts. Ich komme nachher zum Essen zu dir. Ja? Ich habe einmal in meinem Leben gefüllte Fisch gegessen. In Tel Aviv, der war scheußlich. Ich bin gespannt. Du meinst, Misa kann meiner nicht werden? Na schön, ist eine Herausforderung. Willst du meine Arbeit lesen? Ich glaube, ich bin fertig. L'homme honnête est trouvé et porté au commissariat de police. Vous avez combien il y a dedans? Je ne sais pas exactement. 3 ou 400 francs. Je ne sais pas exactement. Rebecca! Ich sehe, es geht dir besser, oder? Ja, und Peter meinte, die frische Luft würde mir gut tun. Na, wie schön, da kannst du mich ja heute Abend begleiten, ein Abendessen in der Stadt. Mit mir? Ja. Wir haben geschäftlichen Besuch aus Köln. Es wäre schön, wenn du dabei wärst. Aber nur, wenn du Lust hast, natürlich. Hat sich keine Sekretärin als Dekoration gefunden? Rebecca. Entschuldige. Ja, natürlich. Ich komme mit. Fertig. Mhm. Wie findest du es? Was soll ich sagen? Nicht gut? Nein. Perfekt. Es ist perfekt. Du wirst promoviert mit Summa Cum. Und einen Ruf wirst du kriegen an die Hebräische Universität nach Jerusalem. Einen Unsinn redest du manchmal. Dann bist du weit weg und wirst mich bald vergessen. Ein schönes jüdisches Mädchen aus dem Jemen wirst du kennenlernen. Schön wie Salomon es beschreibt im Hohenlied. Ruth, ich bleibe hier. Und ich habe ein schönes jüdisches Mädchen kennengelernt. Wie Salomon es beschreibt. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigt vom Gebirge Gilead. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur. Und dein Mund ist lieblich. Wer ist Brockmann? Brockmann? Ein Arzt. Corinna hatte mich nach einem Arzt gefragt. Was hat sie denn? Keine Ahnung. Ich wollte nicht indiskret sein. Wie kannst du ihr einen Arzt empfehlen, wenn du gar nicht weißt, was sie hat? Das ist ein Allgemeinmediziner. Mhm. Ach so. Ja gut, dann lasse ich dich jetzt mit deiner Arbeit alleine. Kommst du um 7? So früh? Gabriel? Ja. Du, Gabriel, ich kann heute Abend nicht kommen. Mein Mann hat Geschäftsbesuch und möchte, dass ich ihn begleite. Ja, ich weiß. Und morgen? Morgen?
Morgen bin ich eigentlich verabredet mit ein paar Kolleginnen. Es gibt eine kleine Feier. Aber die kann ich ja auch verschieben. Gut, morgen. Ach, übrigens, der Kurs für Fortgeschrittene. Ich darf nicht vergessen, mich da einzuschreiben. Ja, aber das hat doch noch Zeit, Rebecca. Also gut, bis morgen. A bientôt. A bientôt. Katrin, das wird nichts vor 20 Uhr. Ja, das kann ich dir jetzt schon sagen. Gabi, tschüss, guten schönen Abend. Danke. Ja. Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen, Yvonne. Du kannst auch gehen, Erika. Es ist noch ein Patient im Wartezimmer. Bin sicher, dass ich dich da nicht brauche. Soll ich mich aufdrängen? Ich gehe jetzt. Hört sich an wie eine Drohung. Wiedersehen. Wiedersehen. So, verschick mal meinen geheimnisvollen letzten Kunden. Was ist an dem so geheimnisvoll? Werde ich sicher gleich erfahren. Möchte bitte nicht gestört werden. Mhm. Auch keine Anrufe. Gar kein? Gar kein. Herr Lange, bitte. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ihre Dissertation erinnern können. Meine... Schickt mein Schwager Saalbach Sie? Wer? Nein, Ihre Tochter. Warum? Und die hat mit Ihnen über meine Dissertation gesprochen? Nein. Ich wollte von meiner Dissertation reden. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie sich an die Arbeit, an den Stress erinnern können, der mit der Dissertation verbunden war. Ach so. Nee, also, meine Dissertation, das war eigentlich gar nicht so ein Stress. Das ist erst später geworden. Wie bitte? Also, wenn ich Sie richtig verstehe, sitzen Sie jetzt an Ihrer Dissertation. Sind Sie Kollege? Nein, nein. Alte Sprachen, Schwerpunkt Hebräisch. Ja, ich bin jetzt eigentlich fertig. Ich meine mit der Dissertation. Zwischendurch dachte ich, das schaffst du nie. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und auch tagsüber, ich hatte Ängste, kann ich gar nicht beschreiben. Ich dachte manchmal, ich beherrsche meine eigene Muttersprache nicht mehr, geschweige denn Griechisch und Hebräisch. Sie denken vielleicht, der Typ sollte lieber zu einem Psychotherapeuten gehen. Ich habe eine Gürtelrose. Ich habe während meiner Arbeit plötzlich eine Gürtelrose bekommen. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Sie wollen sagen, das ist ein Fall für den Hautarzt. Da war ich bei zweien. Sie haben, wenn ich das so sagen darf, kapituliert. Es wurde mir nicht so gesagt, aber darauf läuft es hinaus. Herr Lange, Sie waren bei zwei Fachärzten und Sie sagen, die konnten Ihnen nicht helfen. Ich bin kein Wunderheiler. Ich bin praktischer Arzt. Ich weiß. Eben drum. Es mag albern klingen, aber es ist so etwas wie ein letzter Versuch. Ich habe die Hoffnung, ein erfahrener, alter Hausarzt, dem fällt vielleicht noch was ein aus seiner langen Praxis. Ich weiß natürlich, dass eine Gürtelrose häufig psychosomatisch, ich meine, der Stress, meine Ängste mit der Dissertation. Ja, gut, mag alles sein. Aber das Ding muss weg. Besser gestern als heute. Ich will Ihnen auch gerne erklären, warum, wenn Ihre Zeit das erlaubt. Dann sehen wir uns das Ding doch erst mal an. Guten Tag, Gabi, wie geht es Ihnen? Danke auch. Arbeit, 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 genau wie Sie. Können Sie durchstellen oder hat der Doktor gerade... Nee, natürlich nicht. Nur gibt's da ein kleines Problem. Ich darf nicht stören. Nicht mal ein Anruf. Und zwar gar keiner. Und gar keiner, das sind Sie. Es klingt vielleicht ein bisschen negativ, ist in diesem Fall aber eine Auszeichnung. Davon habe ich im Augenblick allerdings herzlich wenig. Ja, ja. Naja, wie lange kann denn das noch dauern? Soll er zurückrufen oder kann ich was ausrichten? Ich wollte ihn eigentlich verführen, heute Abend mit mir essen zu gehen. Das macht er sicher gerne. Bloß soviel ich weiß, ist er heute Abend mit seiner Tochter verabredet. Draußen in der Villa. Aber wie gesagt, ich habe nur mitgehört. Wenn Sie ihn verführen wollen... Nein, nein, wenn er schon verabredet ist. Ach, Gabi, wie wär's denn mit Ihnen?
Mit mir? Na, vielleicht haben Sie Lust, mit mir essen zu gehen. Ich finde, das wäre sowieso mal fällig. Na ja, sehr gerne. Bloß, heute bin ich ausgerechnet auch schon verabredet. Sonst jederzeit, wenn ich es rechtzeitig weiß. Ruth ist eine wunderbare Frau. Ein wunderbarer Mensch. Ich habe sie an der Uni kennengelernt. Sie hat einen Lehrauftrag für Hebräisch. Sie ist in Israel geboren und hat in Amerika studiert, in New York. Ihre Familie stammt aus Deutschland. Und wir lieben uns. Ja. Ganz kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, ist Ruth nach New York. Und jetzt ist sie wieder da und ich habe diese... Die Gürtelrose ist Ihnen peinlich. Unsere Beziehung war bisher platonisch. Ziemlich altmodisch. Aber wie soll ich ihr denn jetzt erklären, dass ich sie zwar liebe, aber nicht mit ihr... Ist doch unnatürlich. Ständig muss ich Ausflüchte suchen. Ich kann sie einfach nicht konfrontieren mit dieser... Jetzt fängt an, Ruth misstrauisch zu werden. Würde ich auch an ihrer Stelle. Aber ich habe immer noch gehofft, dass... Geht irgendwie weg, verschwindet so plötzlich, wie es gekommen ist. So wird es ja auch sein. Bloß wann? Ich habe manchmal das Gefühl, es ist jetzt schon zu spät. Herr Lange, ich kann Sie natürlich verstehen. Wir können was versuchen. Ich bin ziemlich sicher, dass das wirkt. Ja? Was? Sage ich Ihnen gleich. Aber wie schnell das wirkt, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Und deshalb fände ich es besser, Sie erzählen Ihrer Freundin, was Sie haben. Ja, wovor haben Sie denn Angst? Dass ihre Ruth sagt, ich git, ihr mit der Gürtelrose will ich nicht. Kann man kaum vorstellen, so wie sie sie mir beschrieben haben. Die Gürtelrose ist übrigens nicht ansteckend. Das wissen Sie ja sicher. Haben Sie Fieber? Manchmal? So gut wie nie. Schmerzen? Manchmal ziemlich heftig. Und es juckt. Na, dagegen haben meine Kollegen Ihnen sicher was verschrieben. Und was machen wir gegen den Ausschlag? Ich schreibe Ihnen eine Kräutertinktur auf. Eine Kräutertinktur? Ja. Sie wollten doch ein altes Hausmittel vom ollen Hausarzt. Oder habe ich Sie da missverstanden? Nein, nein. Na, sehen Sie? Das nehmen Sie bitte sowohl intern als auch extern. Das heißt schlucken und außerdem den Ausschlag vorsichtig betupfen. Wenn es juckt, zusammennehmen, nicht kratzen. Und Sie meinen, das hilft? Na, sonst hätte ich es Ihnen ja nicht verschrieben. Und, vielleicht ergibt sich ja eine günstige Gelegenheit, mit Ihrer Freundin zu reden. Sehen Sie mal nächste Woche noch mal vorbei. Toi, toi, toi für Ihre Dissertation. Danke. Hier, Ihre Jacke. Wiedersehen. Wiedersehen. War das nun wirklich der Letzte? Dann würde ich ihm hier erzählen. Mal angenommen, dein Lover hätte eine Gürtelrose. Würdest du dich dann ekeln und mit ihm nicht mehr ins Bett gehen? Das sind 3 Fragen. Und eine indiskreter als die andere. Woher willst du wissen, dass ich einen Lover habe? Wenn ja, was jetzt dich an, bevor ich mich ekle? Und mein Bett? Ist gut. Ich ziehe die Frage zurück. Aber... Iris hat angerufen. Sie wollte dich zum Essen verführen. Ich habe ihr gesagt, du bist mit deiner Tochter verabredet. Und da hat sie mich eingeladen. Dich? Gibt es da irgendwas einzuwenden? Nö. Nee. Warum nicht? Komisch. Dass Männer das meistens nicht mögen. Ich meine, wenn sich 2 Frauen unerwartet kurzschließen. Lass mich mal einen Moment alleine, bevor ich einen Kurzschluss kriege. Ich habe übrigens ablegen müssen. Von wegen Lover. Aber wir haben das verschoben, Iris und ich. Nein, ich bin's, Katrin. Kommst du nicht rein? Nein, danke, ich bin mit Peter verabredet. Tja, du kannst mir doch aber guten Tag sagen. Ich dachte, es ist Iris. Jetzt bist du enttäuscht? Natürlich nicht. Obwohl ich mich gefreut hätte, wenn es Iris gewesen wäre. Ach komm, Iris siehst du andauernd. Du solltest dich freuen, wenn ich mal rauskomme.
Sie war jetzt länger nicht mehr hier. Na und? Glaubst du, Peter und Iris hätten sich getrennt? Das hätte er mir erzählt. Nein, nicht getrennt. Sagen wir lieber, mir scheint, sie haben sich voneinander entfernt. Ich kann mir auch denken, warum. Keine Frau von Format lebt auf die Dauer mit einem verheirateten Mann zusammen. Ach, Anna, ich finde deine Einstellung ein bisschen... altmodisch? Ja. Ich meine ja nicht das Papier, auf dem Lore und Peter noch immer verheiratet sind. Ach, was steht nicht alles auf irgendwelchen Papieren? Ich meine das Gefühl, das damit verbunden ist, das ungute Gefühl. Und das kann, glaube ich, nie altmodisch sein. Warum redest du nicht einfach mal mit Peter darüber? Deine Meinung ist ihm sehr wichtig. Noch eine zweite Platte? Warum schmeckt sie nicht? Doch. Den Unterschied zwischen dem und dem, den ich in Tel Aviv gegessen habe. Den möchte Klavier spielen können. Aber? Ich bin nur gesättigt. Mhm. Auf deinen Fisch. Vielleicht magst du ja gar keinen Fisch. Wieso? Ich hab doch gegessen. Fisch schwimmt und mit Schwimmen hast du ja wohl nichts im Sinn. Ruth. War nicht so gemeint, entschuldige. Ich denk nur nach, verstehst du? Ich denk nach, warum du so zurückhaltend bist und eigentlich immer, immer zurückhaltender wirst. Wenn ich für dich doch nicht gerede. Gut. Du sperrst dich gegen alle möglichen gemeinsamen Unternehmungen. Das mit dem Schwimmen zum Beispiel. So viel liegt mir doch gar nicht daran. Vielleicht kannst du ja gar nicht schwimmen und es ist dir peinlich, darüber zu sprechen. Das macht aber nichts. Ich bring's dir bei. Du, ich kenne eine Menge Leute, die nicht schwimmen können. Doch, ich kann schwimmen. Das ist es nicht. Was dann? Dieser Arzt, dieser Brockmann. Kann es sein, dass es eine Ärztin ist? Nein. Nein, es ist ein Mann. Wie kommst du? Weil ich unsicher bin. Weil ich anfange zu fantasieren. Weil ich... Ich habe im Telefonbuch nachgesehen. Es gibt eine Katrin Brockmann. Dr. Katrin Brockmann. Ich habe sowas noch nie gemacht. Das nennt man Nachspionieren. Dr. Brockmann hat eine Tochter, auch Ärztin. Sie arbeitet im selben Krankenhaus wie meine Schwester. Daher habe ich ja die Empfehlung. Du siehst, es ist vollkommen harmlos. Das kann ja sein. Aber ich fange an, Gespenster zu sehen. Gut. Ich bin eifersüchtig. Man muss ja nicht gleich, aber... Ruth, bitte. Gib mir eine Woche, 10 Tage oder... Eine Woche, 10 Tage? Wozu? Was hat mit dieser Ärztin zu tun? Nein, überhaupt nicht. Bitte. Schmerzen. Ja? Mhm. Komm heute Mittag vorbei. Gabi, notier mal, das gibt einen Hausbesuch. Ja. Und ab mit der Kleinen ins Bettchen. Fieberpäppchen nicht vergessen. Fieberzäpfchen nicht vergessen. Seht ihr, einmal gelacht, schon seid ihr halb gesund. Hat der Doktor morgens immer so gute Laune? Wenn er gut geschlafen hat. Nicht wieder nicht. Ja, Wiedersehen. Herr Seidel, gehen Sie bitte ins Wartezimmer. Guten Tag. Mein Name ist Ruth Goldstein.
Den fortgeschrittenen Kurs 2, ja? Gut, dass Sie kommen. Der ist schon fast voll. Bei Fräulein Held. Nein, den bei Herrn LeConte. Herr LeConte gibt keine Kurse mehr. Herr LeConte verlässt uns. Er geht zurück nach Paris. Hat er irgendein Stipendium bekommen oder sowas? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Im Kurs? Ach, doch, doch, jetzt erinnere ich mich, ja. Also den Kurs bei Fräulein Held. Ja. Ja? Warum hast du hier für Frau Goldstein, nee, Goldsten, kein Blatt angelegt? Weil die Dame dich lediglich sprechen will. Ich habe ihr gesagt, dass wir eine Arztpraxis haben, aber sie meinte, das Ding hieße doch Sprechstunde. Dagegen kannst du schlecht was einwenden. Sie hat das übrigens sehr charmant gesagt, hübsche Frau. Wer ist denn das? Habe ich in der U-Bahn kennengelernt. Ich lasse bitten. Brockmann? Iris? Entschuldigung. Ich dachte mir, ruf lieber mal am Vormittag an. Dann hast du den Abend vielleicht noch nicht verplant. Vielleicht hast du heute mal Zeit, mit mir essen zu gehen. In irgendeinem Kudamm-Hotel gibt ein französischer Koch ein Gastspiel. Du weiß ich im Augenblick noch nicht, aber das lässt sich ja feststellen. Vorausgesetzt, du hast Zeit. Das klingt so, als ob ich nie Zeit habe. Das ist ungerecht. Ich hatte dich gebeten, dass... Iris, es gibt eben Dinge, die man nicht so direkt erklären kann. Ich habe solche Sachen ständig bei mir in der Praxis, nicht? Ja, doch, du hast ja recht. Ich werde es versuchen. Versprochen. Gut. Ich rufe dich an wegen des Hotels. Du, Hotelrestaurants sind im Allgemeinen auch nicht mein Fall, aber ich habe gehört, es soll was ganz Besonderes sein. Und meine Küche hat ja leider nur einen Stern. Also gut, ich freue mich. Tschüss. Hannelore, geben Sie mir jetzt Frankfurt. Ich hoffe, Sie glauben mir, wie unangenehm mir dieser Besuch ist. Aber ich brauche irgendeine Form von Gewissheit, verstehen Sie? Ja, verstehe ich durchaus. Aber es muss Ihnen nicht unangenehm sein, dass Sie gekommen sind. Ich bin sogar sehr froh, dass Sie das gemacht haben. Ich habe versucht herauszufinden, warum Michael seit meiner Rückkehr so merkwürdig ist. Warum er so spröde ist. Früher war er das nicht. Ich finde, ich bin ja nicht gerade hässlich. Das sehen Sie sehr richtig. Warum also? Wissen Sie, worauf ich gekommen bin? Sie glauben, es gibt jemanden, der noch attraktiver ist als Sie. Aber das ist es nicht. Das weiß ich inzwischen auch. Denn wenn es so wäre, das hätte er mir sicher gesagt. Aber dann war da der Zettel mit Ihrem Namen, dieses Ausweichen. Er hätte Sie einer Frau empfohlen aus der Wohngemeinschaft, in der er wohnt. Aber die habe ich gefragt. Die ist kerngesund. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Er selbst braucht einen Arzt. Und das ist fast noch schlimmer, denn wenn er mir das verschweigt, wenn er sich so zurückzieht, dann... Das muss was ziemlich Schlimmes sein. Herr Doktor, und wenn er nur noch eine Woche zu leben hat, ich liebe ihn trotzdem. Mein Gott, was kann nicht dramatisch sein? So dramatisch ist es aber gar nicht. Überhaupt nicht. Was dann? Das darf ich Ihnen eben nicht sagen. Ich habe einen Onkel in Amerika, Herschel Weiß. Der hat mir häufig einen albernen Witz erzählt. Treffen sich zwei Freunde vor einem Theaterplakat, fragt der eine, Pantomime, was ist das? Antwortet der andere, Pantomime, ganz einfach. Die Leute reden miteinander, aber sie sagen nichts. Vielleicht dürfen sie das. Machen wir es mal so ähnlich. Er hat keinen Krebs, keine Pest, keine Cholera. Er hat nichts, soweit ich das beurteilen kann, was Anlass gäbe zu der Vermutung, er würde die nächsten 20 Jahre nicht überleben, organisch. Was das Schicksal sonst noch auf der Pfanne hat, das wissen wir beide nicht. Beruhigt. Was raten Sie mir? Warten? Fragen? Ja. Was? Beides.
Nehmen Sie Einladungen von Patienten an? So gut wie nie. Dann rufe ich Sie an. Ich bin ja keine. Wiedersehen. 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 Unter welcher Ziffer rechnen wir das ab? Wende dich hin, wende dich her, Ursula mit. Was? Nicht. Alles klar, wird Kosten weggedämpft, kann ich gut verstehen. Frau Pauli hat angerufen. Das Hotel, wo ihr heute Abend verabredet seid, hier, Adresse steht drauf, 19 Uhr. Dein Zahnarzttermin, dein Zahnärztintermin, 18 Uhr. Das ist ja auch heute Abend. Mhm. Ja, wie soll ich denn das? Du hast doch gesagt, so bald wie möglich. Na, und wenn sie bohrt, plombiert, da darf ich eine Stunde nicht essen. Ah, ihr setzt euch ein Stündchen an die Bar oder Iris isst eine Vorspeise und du kickst dir zu. Danke. Noch weitere Anweisungen? Nee. Nach dem Essen darfst du selbst gestalten. Der Nächste, bitte. So, Herr Dr. Brockmann, kommen Sie bitte. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Vorsichtsstufe. Hören Sie, Schwester, ich fürchte, das wird heute nicht. Ich habe eine Einladung, zu der ich schlecht so spät kommen kann. Sie sind doch aber schon so gut wie dran, Herr Doktor. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Herr Tögel. Dankeschön, Frau Doktor. Und gute Besserung. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Herr Dr. Brockmann? Ja. Müller. Sie sind Kollege? Allgemeinmedizin. Es ist nur... Ja? Ich habe auch schon Ihrer Mitarbeiterin gesagt, ich habe einen Termin. Dazu kommt, im Moment tut's überhaupt nicht weh. Es ist wie weg. Dann kommen Sie doch wieder, wenn's weh tut. Bestimmt. Und wenn Sie keinen Termin haben. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Dr. Brockmann. Mein Lätzchen. Ach ja. Danke. Iris, du hier? 12 Minuten, das ist fast pünktlich. Warum bist du nicht schon reingegangen? Weil ich scheu, zurückhaltend und voller Hemmung bin. Hast du das nicht gewusst? Scheu? Stimmt. Zurückhaltend? Stimmt auch. Hemmung? Dagegen müsste ich eigentlich als Mann, ich meine, als Arzt ein Mittel haben. Sag mal, du hast doch nicht etwa gute Laune? Doch, habe ich. Ich bin ihr entkommen. Entkommen? Wem? Gabi hat mich zum Zahnarzt geschickt, aber bevor die Hand anlegen konnte. Erst meine Schmerzen weg und dann war ich weg. Geh mal rein. Pass auf. Ich hätte es dir gesagt. Wann? Ich wollte es dir gestern Abend sagen. Und was hättest du mir gesagt? Ich hätte gesagt, Liebste, wir gehen zusammen nach Paris. Und du hättest gesagt, wovon sollen wir leben? Ja, genau das. Und ich hätte geantwortet, das fragst du? Von Luft und Liebe. Wir alle verliebt in dieser Erde. Wir mieten uns eine kleine Chambre de Bonne über den Dächern von Montparnasse und... Gabriel, red nicht so einen Unsinn. Du glaubst mir nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich glaub dir sogar. Wohin gehst du? Weg. So einfach? Nein, nicht einfach.
Adieu, Gabriel. Und danke. Es ist... Ja? Ich habe eine Gürtelrose. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Gürtelrose. Und wegen so einer Lappalie spielst du dieses ganze Theater? Wie bitte? Du, ich habe Nächte nicht geschlafen. Ich habe mir das Gehirn zermartert. Ich habe versucht, dir auf die Schliche zu kommen. Alles... Alles wegen ein bisschen Hautausschlag? Michael. Mein Michael, du bist dumm. Ich habe mich in einen dummen Menschen verliebt. Aber ich... Dumm und eitel. Wolltest mir einen makellosen Alabasterleib vorführen, was? Sie klingt schon ab. Die Tinktur, die mir der Arzt verschrieben hat, die wirkt tatsächlich. Und wenn nicht, dann lassen wir sie besprechen. Ich habe eine wunderbare alte Tante in New York, die kann das. Ich wollte schon immer nach New York. Ja. Was ist? Sie tut manchmal ganz plötzlich ekelhaft weh. Dumm, eitel und auch noch wehleidig. Ich fange an, dich zu lieben. Ist was? Schrott. Ein Schrottkorn. Flugenten werden nur in den seltensten Fällen mit der bloßen Hand erlegt. Ich leide und du lachst. Seit wann bist du roh und gefühllos? Seit Tagen habe ich Zahnschmerzen. Tja, wenn du ihr nicht entkommen wärst... Dann wäre ich noch später gekommen. Willst du kosten? Meine Ente ist ganz weich. Ich habe das Gefühl, du nimmst das nicht ernst. Ja, das echte, rechte Mitgefühl für so eine Situation bringt wohl nur eine liebende Gattin auf. Und da ich das nicht bin... Sag mal, ich hatte bisher eigentlich nicht das Gefühl, dass du zu den Frauen gehörst, die unbedingt geheiratet werden wollen. Nein? Was für ein Gefühl hast du denn? Ich habe keine Gefühle, sondern Hunger. Aber leider ist der Vogel voll gepumpt mit Blei. Moment. Was machst du denn da? Normalerweise habe ich immer einen ganz kleinen Magneten bei mir. Du machst dich lustig über mich. Ja, ich habe nämlich auch gute Laune. Prost. Zum schönen Ort hier nochmal. Peter, ich habe eine fabelhafte Idee. Ja? Wir übernachten hier. Hier? Ja. Naja, wenn wir beide schon so eine gute Laune haben, dann können wir doch mal was ganz Verrücktes tun. Nicht bei dir und nicht bei mir, sondern hier. An einem sozusagen völlig neutralen Ort. Iris, hör doch mal. Das tut mir leid. Wir sind vollkommen ausgebucht. Ach. Morgen ging es. Da ist gerade ein Zimmer frei geworden. Morgen ist langweilig. Wer weiß, was wir morgen für eine Laune haben. Wie bitte? Tja, leider. Nichts mehr frei. Und jetzt? Nach dem Essen kann ich selbst gestalten. Was? Gabis letzte Worte. Und willst du wissen, was ich jetzt gestalte? Was?